Ja, der Realismo Magico ist sofort als eine Geisteshaltung. Sie spielen die Gegensätze aus zwischen Realität und Unheimlichkeit, zwischen Objektivität und Magie. Und es ist eben kein Zufall, dass das nach dem Ersten Weltkrieg geschieht, weil die Avantgarden, vor allem in Italien, der Futurismus als solches überhaupt nicht mehr funktionierte. Der war kriegsverherrlichend. Man hat die Erfahrung des Krieges gemacht. Und dann gab es diese Sehnsucht, zurück zur Ordnung zu kehren. Und dafür steht der Realismo Magico. Also es ist eine gegenständliche Malerei. Und sie eröffnet aber eigentlich auf einer relativ schönen, glatten, fröhlichen Oberfläche tiefe Abgründe. Also da sind schon im Bild diese Gegensätze, die wir auch im Titel Unheimlich Real angelegt haben, eben durchgespielt. Was die Bilder zusammenhält am Ende bei aller stilistischen Varianz, ist diese Stimmung des etwas Abgründigen, der entrückten Wirklichkeit. Und da kommen die Bilder eigentlich zu sich selbst, wo sie diese Widersprüchlichkeiten ausspielen.